Hallo zusammen da draußen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Tims Klemmbausteinladen. Ja, hier im wunderschönen Hannover, naja, so schön ist gerade nicht. Normalerweise präsentiere ich Sets, rege mich über andere Hersteller auf, sonstiges in dieser Form. Heute wird es mal ein bisschen politisch und geht ein bisschen an die Einzelhändler da draußen und vielleicht auch so ein bisschen Wissenswertes für euch auch auf der anderen Seite vom YouTube-Kanal. Ja, ich wollte eigentlich gestern schön brav verlautbaren, hey, ihr könnt jetzt Click and Meet machen bei mir und das läuft alles dann super und ich nehme eure Kontaktdaten für ein paar Tage auf und dann ist das alles gut. Dann könnt ihr hier bei mir einkaufen, stöbern und eure Sachen dann gleich mitnehmen. Tja. Das hier ist die Verlautbarung über den Handelsverband zur neuen Corona-Verordnung der Landesregierung in Niedersachsen. Dahingehend gab es gleich einen fetten Schlag ins Gesicht. Und zwar darf der Einzelhandel nur öffnen, wenn der durchschnittliche Indexwert, Inzidenzwert da in der letzten 3 Tage unter 100 war. Für die Region Hannover heißt das aktuell: Nein, ihr dürft nicht das Click and Meet anbieten, also nicht Beratung vor Ort und den direkten Verkauf vor Ort. Click and Collect ist davon weiterhin unbetroffen. Das heißt, einkaufen online und direkt abholen, hier kontaktloses Abholen ist erlaubt. Was heißt das weiter? Die Landesregierung hat sich damit entgegen der Aussagen gerichtet, weil sie wollten eigentlich den Landeswert als Hebel benutzen, damit die Leute dann halt wenigstens einheitlich arbeiten können. So heißt das hiermit, in der Region Hannover ist das Einkaufen aktuell nicht erlaubt im sonstigen Einzelhandel, aber zum Beispiel in Braunschweig, wo der Wert unter 100 ist, oder in Göttingen, wo der Wert unter 100 ist, selbst Kassel unter 100 und diverse andere. Was ich jetzt sehe, ist eine Unverhältnismäßigkeit dazu, weil das passt für mich vorne und hinten nicht. Dafür, bei solchen Sachen laufen doch die Leute dann in die anderen Regionen bzw. kreisfreien Gebiete, wie es dann so schön brav heißt. Dieses Terminshopping ist für mich aus meiner Sicht so oder so absoluter Nonsens, weil lässt mir jetzt auch nicht die Kunden wirklich hier in den Laden laufen. Dann kann ich weiterhin Click and Collect anbieten oder wenn halt ein Kunde hier vor meiner Tür steht und kräftig klopft und dann nach einem Set fragt, kann ich es ihm aushändigen, bezahlen lassen und dann ist gut. Kontaktloses Bezahlen ist hier auch jederzeit möglich. Das heißt, per EC-Karte, Kreditkarte oder sonstiges, Google Pay, Apple Pay, das funktioniert bei mir auch alles wunderbar, wenn das denn entsprechend gewünscht ist. Ja, Hannover ist mit seinem Wert von über 100, zumindest ist das der Wert von Sonntag, eine Hochinzidenzkommune. Diese Worte ziehen sich hier überall durch. Also das ist echt grauenvoll. Und ich habe heute mit der Frau Dürrer, der Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Hannover, gesprochen und die hat auch gesagt, so, also irgendwie, da passt was nicht. Ich weiß nicht, was die Bundesregierung hier oder die Landesregierung hier auch in diesem Falle zu Kopf gestiegen ist. Auf jeden Fall ist das einmal diese Geschichte mit den Verordnungen, durch die so oder so keiner durchsteigt, durch diese Corona-Verordnung. Also dazu braucht man schon fast einen Rechtsabschluss, um zu verstehen, was gemeint ist. Noch die Regelung für Hochinzidenzkommunen, die dann auch nochmal irgendwie 7 Seiten umfassen, hier dann zusammengefasst auf 2 Seiten, wo es dann wieder heißt, das ist dann in der Region nicht erlaubt, dafür ist es dann in einer anderen Region oder in einer anderen kreisfreien Stadt erlaubt. Brennt ihr da draußen? Liebe Bundesregierung, liebe Landesregierung, seht zu, dass etwas einheitlich wird. Das kann es nicht sein.
Hier sitzen Einzelhändler auf ihren, A, auf ihren Waren. B, tut's dem Einzelhandel in der Innenstadt auch nun wirklich nicht mehr gut, noch länger geschlossen zu haben. Wenn wir das jetzt bis Ostern, diese ganze Geschichte durchziehen, selbst das Click and Meet, haben wir demnächst mehr als genug Insolvenzen und wir haben mehr als genug Menschen, die dann demnächst auf der Straße sitzen, nur wegen solchen Geschichten. Macht es einheitlich, macht es vernünftig. Überlegt doch erstmal, bevor ihr irgendwas entscheidet. Für mich ist das Politikverdrossenheit bzw. Corona-Verdrossenheit. Es wird überhaupt nicht mehr ordentlich nachgedacht. In großen Fabriken dürfen die Leute nebeneinander arbeiten mit Maske. Hier im Einzelhandel, im Lebensmittelgeschäft darf man sich gegenseitig mit Abstand begegnen. Eine Buchhandlung darf aufmachen, ein Spielwarenfachgeschäft nicht. Das hat nichts mehr mit Privilegien zu tun, das hat mit Willkür zu tun. Das ist für mich reine Willkür. Selbst bei Bekleidungsgeschäften kann ich es nicht verstehen. Man könnte jetzt sagen, okay, ja, die Leute haben ja die Kleidung angezogen, dadurch ist ja der Virus da dann drauf. Puh, ernsthaft. Wie viel Unverantwortlichkeit zieht ihr noch an uns heran? Das ist echt, als würden wir nicht selber mehr denken können. Wir wollen unsere Freiheiten wieder zurück, weil das ist das, was uns fehlt. Ich bin kein Gegner von Corona. Mir ist bewusst, dass es diesen Virus gibt. Mir ist klar, dass der auch gefährlich ist. Aber dann seht zu, dass ein vernünftiges Konzept an Land kommt. Ich trage eine Maske beim Einkaufen. Ich trage eine Maske beim Zugfahren, weil ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in meinen Laden fahre. Ich trage eine Maske in der Innenstadt, obwohl mir dort keiner begegnet oder so gut wie keiner mehr begegnet, wo mehr als ausreichend Abstand ist. Es haben mehr als genug Virologen, Mediziner und Sonstiges gesagt, dass der Virus ein Innenproblem ist und kein Außenproblem ist, dass man draußen, sofern Abstände gewahrt werden können, bedenkenlos ohne Maske rumlaufen kann, weil sich so eine Atemwolke sehr, sehr schnell verflüchtigen kann. Innenraumproblem kann auch sehr einfach gelöst werden. Es gibt sogenannte Luftfilter, die dafür geeignet sind, 99,9% von Bakterien und Viren in einem Raum entsprechend abzutöten. Jetzt könnte man sagen, ja, wie könnte man denn das dann halt lösen, dass dann halt auch überall überprüft wird? Das Ordnungsamt kann hier jederzeit stichprobenartig die Geschäftsräume in diesem Fall oder die Läden hier betreten. Schon wieder schwer Worte zu finden. Ja, kann jederzeit hier ohne weiteres die Läden betreten und eine Überprüfung durchführen. Wir können hier die Tür öffnen, wir können hinten das Fenster öffnen, wir können hier eine entsprechende Reinigungsanlage, einen Luftreiniger hier entsprechend aufstellen. Das funktioniert. Das funktioniert in jedem anderen Geschäft auch. Natürlich kostet das Gerät Geld, aber es wäre mit Sicherheit billiger zu sagen oder günstiger zu sagen, passt auf, liebe Einzelhändler, liebe Geschäfte, liebe Institutionen und Sonstiges, ob es nur Museen sind, Schulen sind oder. Wir subventionieren euch das, entweder voll oder anteilig, mir egal in welcher Form. Öffentliche Einrichtungen voll, private Einrichtungen bzw. Geschäfte, Einzelhändler, meinetwegen in dem Fall dann halt auch anteilig mit 50%, wäre super fair, könnten wir mit leben. Ihr setzt das Ding hier ein und ihr könnt hier wieder Kunden empfangen. Natürlich Abstandsregeln, Hygienevoraussetzungen. Also Hygienevorschriften vorausgesetzt. Damit wäre uns Einzelhändlern mehr als geholfen. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe das ganze System nicht mehr. Ich habe seit Mitte Dezember meinen Laden geschlossen. Mir fehlt meine Kundschaft. Und wenn Kunden hier was abholen bei mir, dann halten wir vor der Tür mit genügend Abstand, mit Mund-Nasen-Schutz, mit entsprechender Maske. Halten wir noch mal ein kleines Schwätzchen. Es fehlt allen. Es fehlt allen, die Innenstädte wieder zu besuchen, Geschäfte wieder ordentlich zu besuchen, normal einkaufen zu gehen. Das ist alles fehl am Platze gerade. Und dann schlägt man so das
Infoheft vom Branchenverband, Handelsverband Spielwaren auf und dann liest man, stationäre Spielwarenhändler gehen vor die Hunde. Wenn der Handelsverband Spielwaren in dem Fall fassungslos über Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern ist, dann sagt das doch einiges. Dieses SARS-CoV-2-Virus, ja, natürlich ist er existent. Und natürlich wird er noch mehr als genug Leben kosten. Und es gibt mit Sicherheit genug Möglichkeiten und Konzepte und Ideen, das alles hier schneller zu lockern. Aber wenn diese Ideen nicht wahrgenommen werden oder es nicht umgesetzt werden kann, weil Leute zu ängstlich sind oder weil mit Angst geschürt wird, wie gefährlich doch etwas sein kann. Ja, natürlich. Für die Leute, die es wirklich auch betrifft. Und da spielt das Alter auch keine Rolle, natürlich. Aber ein Großteil wird auch so ein Virus einigermaßen gut überstehen, denke ich mal. Und selbst auch im geimpften Status. Sobald eine Impfung für mich vorhanden ist oder möglich ist, dann werde ich mich mit Sicherheit auch impfen lassen. Ich will ja nicht irgendwie ins Blaue hinauslaufen bei so einer Geschichte. Ich werde mit Sicherheit auch mit den Nebenwirkungen leben müssen oder zu Rande kommen müssen. Muss man bei solchen Dingen dann wahrscheinlich auch. Außer man kriegt irgendwie ein Antigen dann geimpft oder sowas, was in häufigsten Fällen sogar nebenwirkungsfrei ist. Ich habe keine Ahnung. Hier stehen solche Sachen. Verwirrmatrix. Ja, das ist die größte Verwirrmatrix, die hier gemacht wird mit diesen ganzen Vorgaben. Meine Idee wäre zum Beispiel, wir hatten ja vorher so diese Vorgabe, wenn der Wert unter 100 ist, dann darf pro 40 Quadratmeter ein Kunde rein. Ich habe es ein bisschen drastischer gemacht. So bis 50 Quadratmeter Ladenfläche darf ein Kunde den Laden betreten. Oder ein Haushalt, also meinetwegen bis zu drei Personen aus einem Haushalt. Kinder unter 10 oder sowas werden dann halt nicht mitgerechnet. Ne? Oder 14 oder sowas in diese Richtung. Also Kinder unter 10 werden nicht mitgerechnet. Das heißt, wenn dann eine Familie mit einem 10-Jährigen reinkommt, dann sind das drei Personen in einem 50 Quadratmeter Raum oder in einem Raum, der 40 Quadratmeter groß ist. Da kann man mit Sicherheit guten Abstand halten. Das wird mit Sicherheit auch wirklich gut funktionieren. Und da brauchen wir auch keine Kontaktdaten aufnehmen, weil wir tragen alle eine Mund-Nase-Bedeckung. Wir haben genug Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit wir uns nicht zu nahe kommen, weil wir wollen ja nicht miteinander kuscheln beim Einkaufen. So. Nächster Schritt, Geschäfte bis 100 Quadratmeter dürfen halt eine Familie, in dem Fall bis 50 Quadratmeter ein Kunde oder eine Familie mit drei Personen, wobei die Personenanzahl erst gültig ist ab Kindern mit dem Alter von 10 Jahren aufwärts. So. Ich denke mal, das wäre noch human. 75 bis 100 Quadratmeter kann man ja in 25 Quadratmeter Schritten machen. Ist meine Idee, ein weiterer Kunde mit hinein. Also es dürften dann bei 100 Quadratmeter Geschäft drei Kunden so aus drei unterschiedlichen Haushalten das Geschäft betreten. Es braucht kein Beratungstermin gemacht werden. Es müssen, ne, die Abstandsregeln werden weiterhin gewahrt. Und bis 100 Quadratmeter gilt auch maximal eine Familie mit drei Personen. Personen ab 10 Jahren zählen als eine Person. Natürlich sind Kinder auch Personen, das ist natürlich nicht die Frage. Aber man muss ja irgendwo mal ein paar Gnade vor Recht walten lassen. Warum sollen 8- oder 9-Jährige draußen warten? Ich denke mal, von einem 10- oder 12-Jährigen kann man es schon eher erwarten, dass der mal für 5 Minuten draußen wartet, damit der kleine Bruder mal kurz durchrennen kann. Und dann bleibt vielleicht Papa mit Sohnemann oder mit Tochter draußen und dann geht Mama durch. Oder andersrum, Mama bleibt mit Tochter, Sohn draußen und Papa geht durch. Oder Papa geht mit Papa durch. Wie auch immer. Ab 100 Quadratmeter können Einlassregelungen wie in normalen Lebensmittelgeschäften wahrscheinlich durchgeführt werden. Hier gibt es einen Einkaufskorb, jeder kann sich einen Einkaufskorb nehmen. Pro 20 Quadratmeter oder pro 30 Quadratmeter wird dann gerechnet. Damit kann doch gearbeitet werden. Und warum kann da nicht gesagt werden, okay, wir haben jetzt natürlich eine Impfquote, ne? Jetzt aktuell sind, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 5% der Bevölkerung geimpft. So, sind wir bei 25% Impfquote. Das ist 25% der Bevölkerung geimpft ist. Gibt es die ersten Lockerungsmaßnahmen, ersten weiteren Lockerungsmaßnahmen im Einzelhandel? Das heißt, es werden halt
Die Quadratmeterzahl wird reduziert oder sowas. Oder es dürften dann, ja, ne, Quadratmeterzahl wird reduziert, dadurch dürften ja dann wieder mehr Kunden das Geschäft betreten. Der nächste Schritt ist dann bei 50% Impfquote. Sobald mehr als 50% oder sobald 50% mindestens geimpft sind, können weitere Lockerungen durchgeführt werden. Und dann heißt es vielleicht nur noch 10 Quadratmeter ist die Grenze. Also je 10 Quadratmeter darf dann wieder ein Kunde. Das würde für meinen Laden zum Beispiel bedeuten, ich dürfte 4 Kunden wieder in meinem Geschäft haben. Und dann Begrenzung meinetwegen immer noch auf eine Familie oder vielleicht sogar zwei Familien. Das funktioniert in meinem Laden zufälligerweise sehr wunderbar. Ich habe hier zwei kleine Gänge. Da kann man das ganz gut koordinieren. So. Und wenn wir eine Impfquote von 75% erreicht haben, denke ich mal, spätestens dann, allerspätestens dann, sollten wir eigenverantwortlich wieder handeln dürfen. Dann sollten uns alle Freiheiten, weil es sind keine Privilegien, sondern alle Freiheiten wiedergegeben werden und wir sollten das öffentliche Leben wieder normal führen dürfen. Sollte es dann irgendwie wieder zu einer pandemischen oder epidemischen, zu einem epidemischen oder pandemischen Ausbruch kommen, sollten wir vielleicht mal überlegen, etwas eigenverantwortlicher zu handeln. Wenn jemand jetzt so, ja, Grippeerscheinungen hat oder sowas in der Form, wie im asiatischen Raum, einfach die Maske tragen. Das hilft den Umliegenden, weil sie sind geschützt vor den Ausatmungen des Erkrankten. Das reduziert natürlich auch um weiteres die Infektionszahlen an sich, auch bei anderen Erkrankungen. Das schützt mehr Menschen. Und meinetwegen lasst uns Maske tragen in den Zügen oder sowas. Oder wenn es zu eng ist, zu voll ist. Einfach nur zum Eigenschutz und zum Schutz anderer. Vielleicht ist das ein Ansatz für die Bundesregierung, für die Landesregierung, für unsere Regierungsvertreter. Vielleicht ist es auch ein Anreiz für andere Einzelhändler, so ein Video zu machen und sich dazu vielleicht mal zu äußern. Weil ich lade auch gerne ein. Also wenn jemand aus Hannover da ist, also ne, wenn jemand aus Hannover Einzelhändler meine Videos sieht und meine Videos gesehen hat bis dato, ich will nicht nur haten. Das ist doof, das macht keinen Spaß. Aber ich will meinen Unmut loswerden und das, was die Bundesregierung und die Landesregierung aktuell beschließt, ist absoluter, aus meiner Sicht absoluter Humbug. Meine persönliche Meinung ist das. Und wie gesagt, ich stelle es jedem frei. Wir können uns da gerne dann draußen hinstellen. Wir können ein Video machen. Wir werden einen Weg finden, ein gemeinsames Video damit zu machen und vielleicht auch weiter aufmerksam zu machen über diese Situation, über unseren Unmut. Ich kann hier nur tatsächlich sagen, unterstützt uns Einzelhändler weiterhin. Die Gastronomie, sobald sie wieder aufmachen darf, unterstützt sie genauso. Unterstützt. Wir sollten solidarisch zueinander sein und nicht, natürlich hat jeder seinen gewissen Egoismus, aber das Wichtigste ist, Solidarität zu zeigen und Unterstützung zu zeigen. Und das funktioniert tatsächlich am besten, wenn man füreinander da ist, egal auf welche Art und Weise. Und in diesem Sinne, ich danke der Community, ich danke euch allen fürs Zuschauen und ich hoffe, hier findet sich eine bessere Lösung. Und das hoffe ich inständig. Bis dahin, macht's gut, euer Tim aus Hannover. Tschüss.